Hi Leute! Ich war letztens wieder auf meiner Lieblings-Social-Media-Plattform unterwegs. Knuddels. Twitter. Hey, folgt mir auch unbedingt auf Twitter! Manchmal poste ich auch ganz lustige Sachen oder so. Und dort habe ich folgenden Tweet von Alexi Bexi gelesen. Mir wollte gerade jemand eindrucksvoll erklären, wer nicht zum About You Award 2018 eingeladen wurde, ist irrelevant. Ja, und das war auch ungefähr mein Gesichtsausdruck, als ich diesen Tweet gelesen habe. Denn ich saß da und dachte mir so... Was? Weil ich von diesem coolen Preis, wo alle relevanten Leute sind, nicht eingeladen wurde und man scheinbar der übelste Kackboon ist, wenn man da nicht ist. Und ich habe mich mal auf die Suche gemacht und geguckt, was ist das eigentlich? Was ist dieser komische Award? Ist man wirklich ein Kackboon, wenn man da nicht eingeladen ist? Die About You Awards werden an die größten, authentischsten und interaktivsten Social-Media-Persönlichkeiten verliehen. So, setzen wir mal kurz die Brille des Verstehens auf. Das ist leider die einzige Brille, die ich gerade da habe. Aber mit den Kräften der Brille der Vernunft erkennt... Nee, wie hieß sie? Ich hab schon wieder vergessen. Werden wir jetzt herausfinden, was das wirklich bedeutet. Die About You Awards werden an die Personen verliehen, die die meisten Instagram-Follower haben und die am fakesten lachen können und sagen, dass alles supidubi ist und ja, dann kriegen wir ganz viele Follower hier auch bei unserem Preis. Danke, Brille des Verständnisses. Scheinbar ist das einfach nur ein weiterer Preis, wo man schön feiern kann, wie geil man eigentlich ist. Und das nicht nur in diesem Fall für Musiker oder Filmemacher, nein, für Leute mit Instagram und YouTube und Musical.ly. Und wo alle immer so richtig authentisch sind. Ah, ja, weil die andere Leute mal inspirieren und einen geilen Lifestyle präsentieren, weil die einfach so authentisch sind. Und deshalb ging es auch bei den About You Awards immer darum, wie authentisch alle sind, weil wir immer so viele Follower haben. 13 Millionen Follower bei Lisa und Lena. Was, wie krass ist das denn? Du hast über 3 Millionen Social Media Fans. 800.000 Follower. 400.000 Follower lieben Anutida. Xenia Overdose hat bereits mehr als 1 Million Follower. Ihr habt alle richtig viele Follower. Kleine Follower, kleiner Lifestyle. Große Followeranzahl, großer Lifestyle. Ich muss kurz kotzen, Moment. Ja, jetzt geht wieder. Doch nicht. Wer viele Follower hat, ist halt cool und hip. Andersrum, wer keine Follower hat, der ist halt nix. Boah, ich bin echt froh, dass ich Follower habe. Boah, was will ich nur ohne die machen? Und dann wäre ich ja gar nicht mehr authentisch. Also ihr merkt, dieser Preis ist super mega wichtig und relevant und auch ernst zu nehmen. Und es gab natürlich auch Gewinner dieses Jahr. Oder wie ich sie nenne, wer? Dann habe ich mal geguckt, was für coole Gewinner es eigentlich gab. Bling. Gut, die sagen mir jetzt nicht so viel. Die sind jetzt gerade nicht so... bekannt. Wobei, die eine kenne ich, die hat, glaube ich, mal Martin Schulz interviewt vor dem Kanzlerduell. Oder Angela Merkel, ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben jetzt einen Ausschnitt. Tada! Ja, wusste ich doch. Alle anderen sagen mir jetzt nicht unbedingt was. Und generell, wenn man sich mal so das Publikum da angeguckt hat, waren das eher so Leute, die halt nicht ganz so viel auszusagen haben. Aber halt immer nett gucken auf ihren Instagram-Fotos, die natürlich alle überhaupt nicht gestellt sind. Natürlich lebt man immer das perfekte Leben, wo immer alles... super mega geil ist. So authentisch. Aber ich dachte mir, natürlich möchte ich auch so einen Preis gewinnen. Natürlich möchte ich auch im Fernsehen präsentiert werden. Denn das Ding lief tatsächlich, glaube ich, im Fernsehen. Traurig. Gut, dass es wenigstens keine guten Einschaltquoten hatte. Und ich dachte mir, was muss ich eigentlich dafür machen? Music. Musiker, die Social Media mit Leidenschaft als Plattform für ihre Kunst nutzen. Sie überzeugen durch Talent. Ah, immer schön, wenn in der Form... von Talent geredet wird. Ja, natürlich sind diese Musiker auch bekannt, weil sie so gut singen können. Denn wie jeder weiß, die Social-Media-Musiker sind auch die, die einfach am besten singen können. So wie zum Beispiel Lukas Rieger, ja, weltbekannt. Gut, hat bei The Voice Kids jetzt nicht das Finale erreicht oder gewonnen oder irgendwie. Naja, aber der war irgendwie bei den... dabei, so. Aber wer sein Buch gelesen hat oder das Hörbuch gehört hat, wo jeder zweite Satz gecuttet ist, der weiß, der Junge... ist nicht bekannt wegen seines Talents. Oder seines Talentes, sich besonders gut zu vermarkten. Und sich einfach ganz authentisch zu geben. Dann dachte ich, vielleicht ist Lifestyle irgendwie besser für mich. Tausendsasser, die mit Leidenschaft auf der Suche nach Neuem und Einzigartigem sind. Sei es im Bereich Styling, Travel, Interior oder Food. Ja, so ein richtiger Tausendsasser. Ist auch so ein Begriff für Leute, die einfach gar nichts gut können. Mal kurz gucken, was Interior bedeutet. Innere. Das Innere. Ja.
Das ist eine Kategorie, wo ich natürlich auch immer sehr überzeuge. Und wenn man sich die Veranstaltung und die Leute angeguckt hat, man weiß ja auch, das Innere kommt auf gestellten Instagram-Posts immer am besten drüber. Ich meine, die sind bestimmt alle ganz authentisch. Bis auf so 1, 2, 3 Personen, muss ich sagen, war das Fakeness hoch 10. Also Fake hätte auch so ganz fett über dieser Veranstaltung als Hashtag stehen können. So viele Menschen auf einem Haufen, die sich für so geil halten, sich so wichtig fühlen. Ja, gut. Vielleicht waren auch manche Leute einfach nur glatt gebügelte Weicheier, die da waren. Du meinst wie so ein Weichei? Okay, dass ich ihren Hut am Tag. Aber so traurig das ist, so beschissen diese Szene eigentlich auch ist von selbstdarstellenden, alles ist perfekt, heile Welt Instagrammern. So viele Leute finden die tatsächlich cool. Und da bietet es sich doch an, sich in so einer Preisverleihung auch zu feiern. Schöner Promo-Move übrigens von About You, ist nämlich eine Klamottenmarke. Das ist keine Marke, das ist nur ein Versandhaus. Man kann also sagen, Hut ab auf jeden Fall für den Veranstalter. Cleverer Move. Zu allem anderen kann man eher Folgendes sagen. Seit der Veröffentlichung im Mai 2014 arbeitet der gleichnamige Online-Shop mit Influencern zusammen. Ja, das liegt daran, dass die einfach so authentisch sind. Also wenn ihr mal auch einen authentischen Influencer sucht, das bin ich. Ein wesentliches Merkmal ist die enge Zusammenarbeit mit Influencern, die bei About You Idols genannt werden. Yo, hey, wollt ihr auch nichtssagende Menschen, die einfach nur nett in die Kamera lächeln, als eure Idole haben? Ich meine, die sind privat auch bestimmt ganz nett. Die sich für so geil halten, sich so wichtig fühlen. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ihr machen könnt. Ansonsten könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Denkt immer dran, ich bin euer größtes Idol. Vergesst das nie. Manchmal muss man das auch direkt sagen. Folgt mir auf Instagram. Ja, hier gibt's meinen Merchandise. Oh, scheiße. Ja, macht's gut. Also morgen kommt auch ein neues Video. Könnt ihr gerne einschalten. Schreibt eure Meinung zu dem Video. Lasst eine positive Bewertung da. Tschüss.